So, heute ist der Plan, Paprika zu setzen. Und zwar habe ich ja hier schon Tomaten. Und dazwischen rein sollen jetzt noch Paprika, Blockpaprika. Habe ich immer zwei in einen Topf gesetzt. Und das ist das erste Mal, dass ich die im Freiland anpflanze. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das ein warmes Jahr wird. Abstände habe ich so gewählt, dass immer auf eine Tomate in der Mitte ein Paprika kommt. Dass der Boden schon etwas trocken bei den Paprika, wird höchste Zeit. Auch wenn sie nicht in die Höhe gewachsen sind, so richtig. Also die Erde, die ich dieses Jahr verwendet habe, ist ziemlich morgs. Man sieht so, die bricht richtig auseinander. Die Paprikas haben keine echte Wurzel gebildet, keinen Wurzelballen. Da ist jetzt mal einmal ausnahmsweise, warum habe ich es gesagt, Vorführeffekt. So, das gleiche mache ich jetzt auf der Seite nochmal. Die Zwiebeln kommen ja dann, die Zwiebelreihe, die kommt ja dann raus. Also kein echtes Problem. Bisschen Milch. Ich verwende übrigens wieder das Funkmikrofon, aber das hat so einen langen Schwanenhals, dass das da rumbambelt. Und deshalb die Übertragung stört, aber müsste in den nächsten Tagen ein Mikro bekommen, das etwas kürzer ist. Erde kommt jetzt einfach hier ins Beet. Als Verbesserung kann sie die Erde sicher nicht. Gartenbodenerde. Das ist echt ein Molz. Klebt auch richtig unten drin. Speichert kein Wasser. Ich weiß nicht, ich habe dieses Jahr ja keine Ansuchterde verwendet, sondern so Erdemischung mit Blumenerde. Das war wohl keine so gute Idee. So. Den Rest wollt ihr ja wahrscheinlich nicht mit anschauen. Ja, noch später weiter. So viele sind noch übrig.
Aber ich denke, die werde ich in den Hochbeeten unterbringen. Das Ganze wird jetzt angegossen mit effektiven Mikroorganismen. Und fast ein bisschen spät dran, weil ich jetzt auf die Blätter gieße. Die Sonne schon da ist, aber es ist noch früh am Morgen. Von daher. Ein bisschen den Mulch verteilen. Das ist übrigens der Winterportulat, den ich nicht mehr verspeist bekommen habe. So. Das sieht jetzt gut aus. Nächster Schritt wären die Bohnen. Scheiße, brauche ich natürlich auch. Setzen. Die stützen sich dann gegenseitig, weil sie zu hoch sind. Hier sind ja die Erbsen. Dann ist dieses Beet sozusagen gedüngt. Beides Schrott, das sind beides ja Stickstoffbildner im Boden. Haben wir wieder das Problem mit dieser alten Ölsaatschale. Je nach dieser Aktion in den Müll fliegt. Wenn sie einfach fertig ist. Mal auf Anraten von so einem anderen YouTuber gekauft, weil sie tiefer ist. Aber irgendwie habe ich feststellen müssen in den letzten Jahren, dass da einem ziemlich viel Scheißdreck erzählt wird, auf Deutsch gesagt. Mutmaßungen. Unwahrheiten, keine Ahnung, warum. Wahrscheinlich aus einem Nichtswissen heraus, weil man nur auf Klicks aus ist oder irgendwie, keine Ahnung. Ich selber verdiene ja nichts an YouTube, bin auch nicht, wie sagt man, So geschaltet, dass ich Einnahmen generiere. Nicht monetarisiert heißt das. Ja. Nicht monetarisiert. Deshalb kann mich noch gut erinnern, wer mir das gezeigt hat, der hatte
einen Affiliate-Link auf diesen Mist. Und hat dann gesagt, oh, das ist aber bestimmt so. Die letzten Jahre hat sich auch gezeigt, dass wenn irgendwo heißt Experte, dass man dann am besten das Weite sucht. Weil zu 90% sind Expertenpfeifen, wo uns irgendwas verkaufen wollen halt. Und deshalb verlasse ich mich lieber auf mein Wissen, was ich mir zum einen angeeignet habe, weil ich bei meiner Mutter immer im Garten gearbeitet habe, helfen musste. Damals hat es eigentlich keinen Spaß gemacht. Aber heute bin ich froh, dass das so war. Und so ändern sich die Zeiten. Vieles, was ich früher gelernt habe, vielleicht widerwillig oder aus Not heraus, hat sich am Schluss in späteren Jahren als vorteilhaft erwiesen. So zum Beispiel habe ich einmal ganz früh meine Lehre abgebrochen. Dann praktisch eine gewisse Zeit gehabt vor die Schule. Also ich bin dann nochmal auf die Schule gegangen. Bevor die Schule begonnen hat, hatte ich dann eine Pause sozusagen. Und habe dann in der Zeit bei einem Landschaftsgärtner gejobbt. Also verdient hat man ja nichts, oder fast nichts. Ich hatte mehrere Jobs, also verdient hat man wenig dort. Aber es hat Spaß gemacht, ich war von morgens, ich glaube 7 Uhr haben wir angefangen, bis 17 Uhr oder so im Sommer. Wieder weniger, aber da bin ich dann schon wieder auf die Schule gegangen. Da habe ich auch viel gelernt. Wobei man damals natürlich noch mit alles mit Torf und Pipapo gemacht hat. Aber war trotzdem eine coole Zeit. Und das bringt mir heute natürlich Vorteile im eigenen Garten. Und die Freude, wenn man Erfolg hat. Wobei das nicht immer so von einem selber abhängt, sondern natürlich oft von der Natur. Also ich sage es euch, bin ich froh, wenn ich den Mist her los habe. Das ist ein richtiger Quatsch, diese Innovation für um Pflanzen zu setzen. Meine habe ich noch. So, jetzt ist es wieder gut. Dazwischen. Gießen. Nächsten Tagen soll es aber eh regnen.
ich dann später noch drüber. Dass die Pflänzchen einen guten Start haben. Übrigens, das ist ein Backflächen alles, wo es rangiert ist. Ideal für sowas. Nur der Topf ist eine Scheiße. Ich schau das erstmal an. Das zweite Jahr, das Geld natürlich nicht wert. So, sind die auch geschafft. So, sind wir also an diesem Plätzchen, wo die Stangentomaten reinkommen dieses Jahr. Wir können da richtig loslegen. Und sich die gesamte, das gesamte Ranggitter, das man hier sieht, aneignen. Wie gesagt, eigentlich habe ich hier als Tomaten. Aber da mir dies Jahr sind die Tomaten nicht so aufgegangen, wie ich mir das gewünscht hatte. Aber ist nicht weiter schlimm. Das rocken wir auch so. Sieht man mein Backblech. Die Seitenteile habe ich dieses Mal nicht mit Erde gefüllt. Und so die Teile. Ich hoffe, man sieht es im Film, wo ich gerade hingeklopft habe. Und dann können sie sich da ausbreiten. Schon, ja, hat man gesehen, die sind relativ hoch. Das war mal ein Pavillon. Also da können sie rangehen und machen, wie sie wollen. Eigentlich ein schönes Plätzchen. Jetzt muss ich da rechts, links noch ein bisschen freischneiden. Aber ist ja kein Problem. Da sind die jetzt auch erfreut.